Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer-Neighbor mit einem neuen Let's Play, nämlich zu Divinity Original Sin 2. Dieses Spiel ist ein bisschen der Grund von meiner letztzeitigen Abstinenz auf YouTube. Da dieses Spiel am 14. rausgekommen ist, diesen Monats, vor jetzt knapp, was ist das, 5 Tage, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder 6 sogar? Nee, 5, glaube ich, 5. Ja, 5 so um den Dreh müsste es sein. Und das Spiel befand sich jetzt ein Jahr lang in einer Beta-Phase und war ein Early Access-Spiel, was jetzt gesagt am 14. komplett erschienen ist. Das heißt, zu Akt 1 ist jetzt 2 und 3 dazu gekommen. Und ich spiele das mit 2 Freunden aktuell durch und dachte mir jetzt aber, hey, ich möchte euch an diesem Spiel auch mal teilhaben lassen, woran ich mich gerade sehr drin vertiefe mit meinen Freunden, denen ich halt hier mal so den, was heißt Singleplayer-Spiel, einfach die Geschichte halt solo spiele und halt selbst die Charaktere mache und steuere. Konnte ich das Spiel jetzt auch auf Deutsch umstellen, denn die Möglichkeit gibt es schon, die haben sie auch rausgebracht, aber es ist eine Beta-Phase der deutschen Version. Das richtig auf der Text so ohne Fehler wird wohl in 2-3 Tagen veröffentlicht. Jetzt ist es die deutsche Beta-Phase von dem Text näher. Also es synchronisiert komplett auf Englisch, soll aber halt komplett auf Deutsch übersetzt sein, was Text angeht, aber nicht Sprache. Aber weil das eine Beta-Phase ist, weil sie so viele sich beschwert hatten, ey, Spiel schon draußen, aber noch nicht auf Deutsch. Wir möchten es aber gerne auf Deutsch haben, haben sie jetzt halt so schnell wie sie konnten eine deutsche Version rausgebracht mit deutschen Texten, wo es halt aber immer noch Fehler drin sein könnten in der Übersetzung. Das heißt, euch da nicht wundern. So, wir spielen die Einzelspielerkampagne auf dem klassischen Modus, der ist ganz angenehm. Also Entdeckermodus ist ziemlich wenig kämpfen. Taktisch ist so halt ist Schwierigkeitsgrad normal. Taktisch Modus ist halt schon schwer und Theorismus. Stirbt der Einheld, ist das Game tatsächlich Game Over. Also schon krasse Scheiße, aber es reicht erstmal hier zum Reinschauen, euch zeigen und eventuell mal gucken, wie lange das Let's Play gehen wird. Reicht der Modus auf jeden Fall komplett aus. So, wir beginnen jetzt dann mal die Geschichte. So, hier kommen wir jetzt auch an ein sehr großes und wichtiges Segment des Spiels, nämlich der Character Editor. Denn wir können unseren eigenen Helden erstellen, worunter Zwerge gehören, Elfen, Menschen, Echsenwesen und Untote. So, da haben wir natürlich jetzt, und Untote gibt es halt nochmal in jeder Art. Es gibt Untoten Zwerg, Untote Echse, Elf und so weiter und so fort. Auch wenn Untote an sich ziemlich cool aussehen, werde ich sie tatsächlich aber nicht spielen. Denn all derweil ist es so, dass, wie soll ich das sagen, dass Untote nicht den besten Ruf haben. Und man muss sich auch als Untoter immer sehr verstecken tatsächlich. Und weil man hat halt bei den Menschen keinen, oder allgemein bei allen Lebewesen keinen guten Ruf. Ja, hier kann man noch halt so einstellen. Oh, komplett nackig. Oh, die Brusthaare vom Zwerg. So, es gibt natürlich zu den, das sind Benutzer definiert, also das heißt hier, gibt es keine wirklich großartige Hintergrundgeschichte zu den Charakteren. Das sind halt einfach, könnte man sagen, wir und, wo wir auch alles so wirklich von vorn bis Ende selbst erstellen können. Dann gibt es aber noch Charaktere, die eine Herkunft haben, die so eine gewisse Hintergrundgeschichte haben, auch spezielle Fähigkeiten haben, die kein anderer Charakter hat, außer man spielt einen von diesen Charakteren, die eine Herkunft haben, die wir aber auch später im Spiel treffen werden und selbst rekrutieren können. Aber ich werde mir einen komplett eigenen Charakter machen, und zwar nämlich einen Menschen, aber einen männlichen. Ich bin nicht so der Typ, der darauf steht, immer Charaktere des anderen Geschlechts zu machen. Ich werde einen Krieger tatsächlich spielen. Mage habe ich teilweise mit meinen Freunden gespielt, fand ich jetzt nett, aber jetzt nicht so krass. Werde ich, glaube ich, einen Kämpfer spielen, also so Art die Kriegerklasse in diesem Game. Oh, der Helm sieht auch schon mal richtig schick aus. Wenn ich dann soweit komme. Aber auch hier bleibt halt komplett uns überlassen, was für eine Skillung der bekommt. Wir sind zwar jetzt schon so unten, das sind halt Polymorph, müsste das sein. Geomancer plus Krieger.
Also so gibt es ja die verschiedenen Sachen, die man aufskillen kann, um auch die Skills dafür benutzen zu können. Das können wir aber nach unser Belieben jetzt schon zu Beginn ändern. So, wir machen erstmal das Aussehen unseres Kriegers. Kriegt er erstmal hier, okay, die Hautfarbe kann er eigentlich so lassen, vielleicht ein bisschen dunkleren Ton. So, Gesicht. Alter Mann, breiten Kiefer, nochmal so ein alter Kerl. Ein bisschen dicker gebaut. Ich glaube, mit dem war ich mal ganz zufrieden, aber ich werde mich eh mit einem schönen flauschigen Wauschebart hinstellen. Ah, dazu noch so längliche Haare. Dann nehmen wir mal die. Okay, Haarfarbe mache ich immer gerne so schön schneeweiß. Und dann gibt es jetzt dazu einen schönen Bart. Oh, so würde auch aussehen, so ein Franzosenbart. Aber hier mit diesem schönen Geschwenk dabei, hier der richtig krasse volle Rauschebart. Oh, hier Backenbart drüber mit Kinnbart, aber ich werde tatsächlich mich genau für den Bart mag ich so echt im Game am liebsten. So, dann die Stimme. Glory is mine. Ah, almost got me that time. Das hört sich auch gut an. Die Kriegsstimme 1. So, und hier können wir natürlich jetzt alle Attribute und alles Mögliche, was wir wollen, ändern. So, ich werde natürlich hier kein Geomancer nehmen. Kriegsführung oder Kriegsherr möchte ich behalten. Und nehme dafür, glaube ich. War das Polymorph, was ich am Anfang recht gerne nehme? Ich glaube schon. Polymorph. Polymorph ist so eine Art, also Kriegsführung ist so ein bisschen alles, was auf Krieg ist, so dashen, ordentlich zuschlagen. Und Polymorph hat alles mit Verwandlungen zu tun, sich selbst Tentakel spawnen zu lassen, Spinnenbeine, Flügel, aber auch andere Gegner verwandeln zu können, verhexen zu können. Das ist auch ein sehr hilfreicher Skill. Und halt Kriegsführer ist viel mit auch Stun, ordentlich zuhauen, sich selbst ziemlich stark machen. So, Talente, tauschen. Tauschen erhöht deine Falschkünste, das ist eigentlich auch sehr nice. Das hilft uns am Anfang schon viel Geld für unsere Waren zu bekommen, wenn wir sie verkaufen, aber auch günstiger einzukaufen. Da bin ich eigentlich, glaube ich, sehr mit zufrieden. Bestätigen wir das auch mal soweit. So, jetzt ist hier nämlich auch ein weggekommen, weil wir können am Anfang uns drei Fähigkeiten aussuchen. Und haben natürlich vier Fähigkeiten von jeder Klasse schon ausgerüstet. Bei Polymorph sind eigentlich diese beiden Fähigkeiten sehr stark. Das Chicken ist halt dafür da, um einen Gegner wortwörtlich in ein Hühnchen zu verwandeln. Und der Tentakel ist halt dazu da, dass wenn der Gegner keine Rüstung mehr hat, dass er in der nächsten Runde seine Waffe nicht benutzen kann. Also er kann nicht zuhauen, aber immer noch Spells benutzen. Das ist ein Stun, den wir haben, der auch wirksam ist, sobald der Gegner keine Rüstung mehr hat oder man mehr Schaden mit dem Angriff macht, als er Rüstung hat. Ich glaube, die anderen Warfare-Skills, das ist auch noch ein weiterer Stun, verkrüppeln. Ich werde tatsächlich den Tentakel benutzen, weil es sind zwei sehr gute Fähigkeiten. So, das haben wir auch. Dann haben wir jetzt nochmal Talente. Talente ist etwas, was man so einmal auswählt. Das kann man nicht weiter steigern, sondern einmal ein Talent, was halt dauerhaft uns begleitet. Gelegenheitsangriffe durchzuführen. Nicht da ich vorhabe, mit maximal zwei Charakteren das Spiel zu spielen, werde ich den Lone Wolf Skill nehmen. Wo haben wir ihn denn? Okay, oder wie er auch immer hier auf Deutsch heißt. Wüste. Oh, ich habe das Spiel ja vorher auf Englisch gespielt, jetzt möchte ich das aber gerne auf Deutsch spielen, zumindest um, wenn es jetzt auch um die Story geht, da ein bisschen mich dann einzulesen oder vorzulesen. Da einsamer Wolf, das ist jetzt nämlich ganz krass, dass ich halt mehr Lebenspunkte habe, mehr AP-Punkte, die man halt benutzt, um Fähigkeiten zu benutzen oder sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen im Kampf. Gibt es mir aber auch beim Auflevelung, also bei einer Auflevelung, plus ein Auflevelpunkt. Das heißt, ich level doppelt so schnell auf. Dafür spiele ich aber auch, darf ich nur maximal mit zwei Charakteren spielen. Ich kann mit bis zu vier spielen, aber sobald ich einen dritten ins Team hole, ist dieser Effekt nicht mehr gültig. Das heißt, ich möchte aber maximal nur einen bei mir im Team haben und er profitiert dann auch davon. Hier können wir uns so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, könnte man sagen, rausnehmen. Also was zumindest unsere. Ja, Attribute kann man nicht sagen, aber meine Herkunft, wie es halt schon sagt, was halt viel mit dem Auftreten zu tun hat, wie andere Leute uns sehen.
aber auch, was für Möglichkeiten haben wir zu reden? Und ich bin auf jeden Fall ein Soldat, weil ich bin halt der Krieger, da stehe ich halt voll drauf, Soldat und Gesetzloser nicht. Gelehrter Mystiker, Narr, Baba auch nicht. Nehmen wir mal einen Adliger, wir sind ein adliger Soldat. Haben im Krieg gedient und haben im Krieg gedient, sind von zu Hause weg. Das ist so unsere Hintergrundgeschichte, die ich diesen Charaktere gebe, den, wie nennen wir denn unserem Kerlchen mal? Ich nenne ihn einfach mal Sebastian. Einfach nach mir. Sebastian. GN für Gamer Neighbor. So, also meine Hintergrundgeschichte, die ich bin ja das ist mein Charakter, meine Hintergrundgeschichte, ich bin ein adliger Soldat, der vom Hause raus ausgezogen ist, weil er sagte, Vater, ich muss mich im Krieg beweisen, ich möchte nicht weiter behütet in unserem Zuhause leben, von Butlern umgeben, ich möchte auch meinen Wert in dieser Welt zeigen. So, jetzt zum Schluss können wir uns noch ein schönes Instrument aussuchen, was immer gespielt wird über die Musik rüber, wenn wir jemanden getötet haben. Also wie gesagt, da haben wir die Flöte, das Tambura, das Oud und das Cello, was ich persönlich am geilsten finde. Da hat man es gerade richtig schön spielen gehört. Ich will mal eben kurz gucken, ich glaube, das Spiel ein bisschen lauter zu machen. So, dann starten wir tatsächlich jetzt das Spiel. Möchtest du Punkte? Warnung, du hast noch Punkte zu verteilen. Ach stimmt, kann sein, dass ich dadurch, dass ich mir was ausgesucht habe. Genau, weil ich den lauen Wolf nämlich genommen habe. Oh, hier wollte ich genau auch noch Punkte etwas ändern. Wir nehmen Verstand. Verstand gibt uns nämlich Initiative, was bedeutet, dass wir schneller oder früher am Zug dran sind. Gedächtnis wird auch ausgewählt. Das hilft uns, mehr Skills zu benutzen und auszurüsten. Dann auch noch einmal ein auf Konstitution, das ist halt einfach das Leben. Und gehen wir nochmal ein auf Initiative, damit wir immer schön schnell wieder drankommen. Gut, dass er mich nochmal daran erinnert hat. Das andere habe ich alles drin. Ich glaube, das müsste es dann jetzt sein. Genau, ich möchte gerne jetzt starten. As I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken, but instead I became part of their story. Also das war auf jeden Fall ein schön, sehr schön gezeichnetes Intro. So, wir sind auch Gefangener auf dem Weg nach Fort So, Joy. it wasn't a dream after all. Nee, es war leider kein Traum. So, wir sind jetzt halt auf dem Schiff auch Gefangener der Magister, die uns halt wohl. Ja, was heißt eingesperrt haben, weil wir ihnen wohl halt nicht so ganz gefallen. Denn die Geschichte dreht sich um Godwoken. Godwoken, das sind halt so ganz besondere Leute, die wieder alles so in Lot richten sollen und diese ganzen Magister-Clans. Ich weiß nicht mehr, wo genau ihr Problem mit uns ist. Auf jeden Fall mögen sie viele Menschen nicht und stecken sie dann halt gerne weg. So, wir looten ja schon mal alles Mögliche, was wir so mitnehmen können oder was uns nützlich sein kann. Eine Waffe habe ich tatsächlich nicht.
Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, wir looten ja mal ein bisschen rum. So, da. There. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. Ich werde das vielleicht so machen, ich werde den Text persönlich auch mitlesen, aber werde jetzt nicht so darüber lesen. Dann ihr hört es nochmal auf Englisch, könnt es nochmal hier in Deutsch selbst runterlesen. Und immer wenn ich soweit fertig bin mit Lesen, nur sie auch fertig mit ihrem Satz ist, werde ich dann weitermachen. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest. And he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. So, sie möchte natürlich, dass ich jetzt darüber gehe, mich registriere als Gefangener. Hier sieht man jetzt natürlich, hat man verschiedene, einmal ganz normal die Redensart, die jeder wahrscheinlich von sich geben könnte, aber hier nochmal jetzt so spezielle Sachen, die man fragen oder sagen kann, als Soldat und Edelmann. So, den Magister zackig grüßen und dich zum Dienst bereit melden. Auf diesem schönen Schiff namens, Fragezeichen. Oder auch einfach verschwinden nun, da du auf bist, wünschst du zu baden und zu speisen. Sie sollte nach den Dirnen klingeln. Ja, komm, sagen wir das mal. Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, my lord. A long way from the little bells that make footmen come a-running. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word. You do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. Wir sind auf dem Weg nach Fort Joy. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to source. For good. Na dann, du ziehst vergebens an dem Ding um deinen Hals zu erfahren. Nee, ich werde einfach verschwinden. Denn das Ding ist so. Ja, einfach so ein Gefangenenband, was uns auch gewisse Sachen verbietet zu benutzen und zu tun. So. Also, wir sind auf jeden Fall mit diesen ganzen Leuten hier, mit den ganzen Magisterleuten nicht eins, denn sie nehmen uns gefangen. Andere Leute, die sie nicht mögen und die sie einsperren, die sie denken, die halt ihrer Macht schaden können. So, hier ist tatsächlich ein Mord geschehen. Aber ich weiß, worauf es hinausläuft. Und wir werden definitiv nicht bei diesem Mord helfen. Denn wir sind nicht freundlich gesinnt den Magistern gegenüber. Ich bin nicht bereit, denen zu helfen. Das ganze Spiel lässt sich auch nicht wie ein herkömmliches Rollenspiel spielen, sondern eher wirklich wie ein Pen and Paper, das uns fast alles an Möglichkeiten offengestellt ist, was wir tun, was wir möchten. Ich könnte sogar hier schon eine Revolte auf den, das kann ich euch so gesehen spoilern, weil wie gesagt, ich habe das ja schon jetzt ein paar Mal gespielt, besonders den Anfang, auch als es sich noch in der Beta-Phase befand und auch in der Early-Access-Phase. Könnte ich jetzt hier eine Revolte tatsächlich starten, indem ich einfach die Wachen angreife und alle Gefangenen werden mir dann dabei helfen. Aber was sie auch geändert haben, dass ich mit keiner Waffe mehr hier halt starte und das macht mich halt schon ein bisschen schwach und anfällig und ich möchte ungern hier unbedingt mein Leben lassen. Wir können aber auch mit allen reden, wie zum Beispiel mit dem Hund. Der sagt nur Bell. Oder wir können auch mit dieser Wache hier reden. Name? Ihn fragen, was er wissen will. Oh, der göttliche Orden will es wissen. Ihm deinen Namen sagen. Okay, auf jeden Fall alle nicht sehr freundlich hier. So, hier sitzen ein paar Zwerge, die sich hier unterhalten. Wir nehmen uns tatsächlich das Bier mit. Und die Bierflasche, damit wir uns später ordentlich besaufen können. So, Schlafsack haben wir schon dabei, das ist später zum Heilen außerhalb des Kampfes, damit man sich sehr schnell heilen kann. Wie gesagt, kann man hier alles mitnehmen oder auch Leute bestehlen. Wir können zum Beispiel jetzt schon... Oh, das hat jetzt nicht geklappt. Aha, immer noch gesehen. Naja, Schleichen fehlgeschlagen, weil hier überall... Ah, oh, okay, man wird hier wirklich überall... Okay, nur hier in der Ecke nicht. Geh mal dahin. So, und jetzt bin ich...
Ah, oh, okay, Schleichen schon fehlgeschlagen. Ich bin halt nicht gut im Schleichen, ich bin halt eher der Kriegertyp. Und das sind halt die Charaktere, der hier nicht, aber zum Beispiel der Zwerg und das ist der Rote Prinz, einer der vorgefertigten Charaktere, die man hätte auswählen und spielen können. Wir können ja mal mit den Roten Prinzen quasseln. Well, well, what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Also jetzt will er auf einmal, also er kommt so rüber, als würde er uns, also er begutachtet uns, aber eher wie so eine Art Vieh, was man auf der Weide hat mich und will mich jetzt inspizieren und will, wo scheinbar greift er nach meinen Kiefer, nach meinem Mund und will meine Zähne hier durchgucken. So ihn bei Laune halten, mal sehen, wo das hinführt. Durch zusammengebissene Zähne murmeln, fragen, was zur Hölle er tut, frechert, seine Hand hart wegschlagen. Na, schauen wir mal hin, wo es führt. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me three questions. The first one is this. Can you cook? Können wir kochen? Nicken. Ihm sagen, dass du in der Küche sozusagen zaubern kannst. Kochen ist dein Ding. Lachen und sagen, dass du kaum Spanferkel vom Deckenrüben unterscheiden kannst. Dem sagen, dass du seine vermaledeiten Fragen nicht beantworten. Oh komm, wir sind ein krasser Koch. Ach, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Einen Daumen durch einen kleiden, stecken, loben. Mhm. Ah, wir sagen, wir haben es voll drauf. Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer indeed. On then to my final query. Oh, die letzte Frage. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Kosmetisch, ob wir da gut drin sagen, dass du gewiss persönlichen Stolz hast. Du bist mit Kämmen, Pudern und Parfüms auf du und du. Dich am Kinn kratzen und dem sagen, dass du dich dass du dich zu erinnern versuchst, wann du zuletzt gebadet hast, welchen Monat haben wir jetzt. Du bist das Spätchen leid, dem sagen, dass er verduften soll. Ja. Goodness gracious me, what a bore. Oh. With you. Quite clearly, you wouldn't have done at all, sure. Ja. Ich kann euch sagen, wie das Gespräch anders verlaufen wäre, hätte ich jetzt ihm auch noch gesagt, ich wäre super damit, würde er mich gerne zu seinem Sklaven machen. Aber nein, das will ich nicht. So, ich gehe jetzt aber mal weiter vorwärts, um mich zu melden. Müssen wir, glaube ich, hier mit der Wache quatschen. Okay. Ihm sagen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Sagen, dass du schon Schlimmeres erlebt hast. Frag ihn, ob ihn das wirklich interessiert. Ihn fragen, ob mit ihm alles in Ordnung wäre, wenn er einen Halsring wie einen Hund hätte und ihm und mit einer Leiche und einem Mörder zusammen eingesperrt wäre. Ich frage ihn erstmal, ob er das wirklich ernst meint. Of course I do. Seems Voidwalk could dog your heels like a shadow. That's no way to live, is it? You'll see. We're gonna help you. Ah, huh? You head on in now. Williams will get you sorted fast. Keep those bolts trained on her. And if she tries to run, shoot the kid. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella. Oh, sie hat, wie wir jetzt wohl herausfinden, wohl den Typen da hinten umgebracht in der Zelle. Yes, I did. Oh. But of course, that was only the beginning. Nur der Anfang. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. Ja, das ist diese Hexe, die wir zu Anfang gegangen haben. Sie will halt Gott woken.
umbringen, was wohl wahrscheinlich so gut wie alle sind, was heißt alle sind, aber wohl viele das Potenzial haben, Godwoken zu werden, dieses Magister halt einsperrt, um uns angeblich zu schützen. Aber sie hat aber auch vor uns umzubringen. Jawohl, sagen und ich zum, also er fragt uns jetzt um Hilfe, dass wir sie festmachen. Sagt ich zum Gehen wenden, dieser Mörder muss zugezogen werden. Diese könnte die ideale Gelegenheit zur Meuterei sein. Die Frau sagt, dass du auf ihrer Seite stehst. Die Quellenmagierin fragen, was sie mit hier sind andere, deren Leben enden muss, gemeint hat. Ja, fangen wir das. Your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because she reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, man, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Ja, und sie hat einfach mal mit einer ihrer Magiespells die Leute hier alle im Raum getötet und das Schiff in Brand gesteckt. Die anderen sind auch alle bewusstlos. Viele der Wachen auch hier unten sind tot. Wir versuchen jetzt mal hier schön die Überreste zu looten. Vielleicht mit etwas Glück eine Waffe zu finden oder sonstige Sachen, die uns helfen kann. Da ist tatsächlich nichts drin, hier auch nichts. Wir nehmen uns jetzt noch die Weinflaschen mit. Zu essen, Käsebrot, den Fisch. So, das auch noch mit. Superb. So, hier haben wir Sachen, die wir alle gebrauchen können. Okay, wiederum bin ich jetzt kein Bogenschützen, sondern ich werde mich mit meinem Zweihänder ausrüsten, um kämpfen zu können. So, wir gucken nochmal, ob wir hier... Ist hier was drin? Oh, noch eine Weinflasche und ein paar leere Becher. Okay, die hätte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Kommen wir hier hinten rein? Verschlossen und ich habe auch nichts zum Knacken, glaube ich, da. Kann aber sein, dass die Leiche... Gehen wir mal eben hier hin. Den Schlüssel hat. Schließlich stand sie ja hier in der Ecke und hat wahrscheinlich den Eingang bewacht. Kann also gut möglich sein. Nein, leider nichts. Dann bewegen wir uns tatsächlich schon mal hoch. Auch wenn hier wahrscheinlich schöne viele Sachen drin gewesen wären. Zum Mitnehmen. Habe ich aber jetzt keine Möglichkeit, da hoch tatsächlich zu kommen. Auch noch ein bisschen Gold gefunden. Ja, wir machen uns auf den Weg nach oben. Aufs erste Deck. Man hat auch später die Möglichkeit, tatsächlich mit Tieren zu reden. Auch mit den Hunden, die hier stehen. Ein goldener Kelch, den nehmen wir natürlich mit, um den später verkaufen zu können. Der Hund, der wird uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht anfallen. So, die Tür ist komplett verschlossen. Aber wir können trotzdem unsere Fähigkeiten nutzen. Und auch unsere Nahkampfwaffe, um uns hier auf diese Art und Weise Zutritt zu verschaffen. Okay, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch unten so aufmachen können. Aber passt schon. So, hier nehmen wir jetzt mal ordentlich noch Sachen mit. Verstanden. So, hier haben wir, glaube ich, schon mal eine etwas bessere Hose mit einem Schild. Schon mal besser als gar nichts. So, ein Tagebuch. Einfach mal mitnehmen, kann man ja noch verkaufen. Da hinten stehen ein paar zitternde Soldaten. Ein paar Bücher? Nix. Oh, eine Resurrection Scroll. Die benutzt man, um gefallene Leute wieder zu beleben. Aber reden wir mal mit denen hier. Seid Dank. Was war? Noch ein Quellenmagier. Herumdeuten, was los ist, an deinen Halsring nesteln, du kannst ihm helfen, wenn er dich von diesem blöden Ding befreit. Ja, bitte doch. Nein. Flüstert laut mit den anderen Magister.
Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand. Stärke, fauchen, ganz recht, es gibt eine Meuterei. Und wenn sie ihre Familie wiedersehen wollen, werden sie sich fügen. Intelligenz, ihm sagen, dass es keine Meuterei gibt. Du wärst wegen dieser Frau fast gestorben. Verstand, ihm sagen, dass Magister Swain verletzt ist. Sie hat dich gebeten, Hilfe zu holen. Die Augen, ob dieser Schwächlinge verdrehen und angreifen, das dürfte ja einfach sein. Oh, ich meine mal Stärke. Fehlgeschlagen. The Magisters look to each other, then back to you, and unsheath their blades with a metallic zing. Your lies end here. Get him! Alles klar. Willkommen im ersten Fight, Leute. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon ziemlich viele Punkte. 6 Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht täusche. Sogar mehr. 6. Wir können diese Punkte benutzen, also die AP-Punkte, um zu gehen. Wie man sieht, bis hierhin zu gehen, kostet mich jetzt 3 Punkte. Bis hierhin 4. Sogar bis hier in der Ecke kann ich meine kompletten 6 Punkte benutzen. Und hier sieht man, das würde 9 AP kosten. Ist nicht möglich. So viele Punkte habe ich tatsächlich zur Auswahl, weil ich halt den Lone Wolf-Skill drin habe. Und wenn man sonst mit mehreren, also mit mindestens 4 Leuten oder 3 Leuten, also mit mindestens 3 Leute bis 4 Leuten spielen würde, hätte man sogar nur 4 AP-Punkte zur Verfügung. Der nette Kerl hat hier schon keine Rüstung mehr. Also werden wir den direkt mal in einen Chicken verwandeln. Oh, dafür müsste ich aber näher ran. Dann werde ich den einfach mal stunnen und zu Boden schleudern. Und den, glaube ich, auch einfach mal direkt dann ausschalten, wenn ich schon mal dabei bin. Haben wir eine Bedrohung weniger. So, jetzt habe ich noch 1 Punkt zu verteilen. Damit werde ich uns ein bisschen buffen. Dadurch hielt man sich eigentlich größtenteils, aber ich werde es nochmal einfach benutzen. Oh, er lädt sein Schild wieder auf. Und jetzt ist sein Zug schon wieder zu Ende und ich bin dran. Da ist meine Stimme gerade ein bisschen weggegangen. Führt einen schweren Angriff aus, der ordentlich Rüstung wegklatschen sollte. Dafür muss ich aber tatsächlich ein bisschen näher an ihn ran. So, jetzt ist er in meinem Bereich und jetzt schwang. So, jetzt hat er nur noch 2 Rüstung. Dieser Angriff, wir können auch eigentlich, Hühnchen nicht, da muss erstmal tatsächlich die Rüstung weg. Wie gesagt, der Angriff wird eigentlich durch die physische, die Rüstung, die er hat, das ist das Silberne oben mit der 2 von 13 geblockt. Aber wenn der Schaden über die physische Rüstung kommt, ist dieser Effekt trotzdem, wird der ausgeführt. So, ich habe jetzt einen riesigen Tentakel wachsen lassen, der ihn jetzt Schaden zugefügt hat und dann auch noch, dass er im nächsten Zug seine Waffe nicht nutzen kann. Aber wir können jetzt auch einfach töten. Dann haben wir den Jutenmann schon so fertig gemacht. Ah, haben noch nicht mal was dabei, die beiden Kerle. So, es geht jetzt hier noch eben schnell weiter. Die erste Folge wird auch ein bisschen länger sein. Ich möchte nämlich den ganzen ersten Abschnitt hier machen. Diese Einleitung, nämlich das Schiff, worauf wir uns befinden. Und ab der nächsten Folge werden es, dann wieder entweder halbe Stunde oder 20 Minuten Parts. If Lucian were alive, what would he think of his son's divine order? So, okay, hier gibt es scheinbar von sich zu. Und hier hinten ist eine Truhe. Ich hoffe, die können wir auch einfach aufmachen. Scheint aber wohl der Fall zu sein. Ja, ein bisschen Gold. Ein bisschen Material. Hier liegen auch ganz viele tote Wachen, die den Angriff nicht überlegt haben. Fleisch. Rohe Rippen, hoffentlich nicht seine, wenn ich sie später übers Lagerfeuer hängen sollen würde. Hier brennt's. Wir haben noch keine Magierüstung, aber wir rennen einfach mal durch. Nein, das Fass wollte ich eigentlich. Wo ist jetzt das Wasserfass? Ja, ich bin jetzt gerade am Brennen, das ist aber nicht das Problem. So, da abstellen, dann geht es kaputt. So, das nehmen wir auch noch mit. Hier sitzt tatsächlich, glaube ich, ein Untoter. Mit dem möchte ich aber jetzt gerade nicht reden. Der hat nicht viel uns beizutragen. Hier kann ich jetzt eben eine Rolle benutzen, um mich eben zu heilen. Gold. Noch mehr Gold. So. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol, but it's clearly warning you away. Ja. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply gray. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your. Ew. Da unten wollen wir auf jeden Fall nicht reingehen. Das ist ganz krasser Scheiß.
Und da kamen schon richtig dicke Tentakeln durch die Wand. Oh, ein Zauberstab hat der Kerl für uns dabei gehabt. Ah, da oben noch ein Schwert. Ah, nichts. Auch nichts. Dann machen wir uns mal wieder weiter auf dem Weg nach oben. Nein, also sollst du einmal reingucken, Kollege. Auch nichts. Gucken wir mal, was die Wachen hier unten so noch bei sich liegen haben. Nichts. Auch nichts. Ein bisschen Gold. So, mal gucken, was die beiden Fässer für uns noch haben. Oh, ein bisschen Gold. Handschuhe. Ja, nice. Mit einer Rüstung. Besser als nichts. Jetzt haben wir mal schon eine physische Rüstung von 4. So, wir gehen jetzt mal aufs Deck. Oh, Spiel wurde gespeichert. Nett. Oh, den hat's mal ordentlich zerlegt. Und jetzt sind da kleine garstige Viecher, die, wie ich sehe, aber keine Rüstung haben. Das kommt uns sehr zugute. Denn wer keine Rüstung hat, kann von mir sofort gestunt werden. Und dann draufkloppen. Schwamp. So, und die müssen jetzt halt ihren ganzen Zug dafür benutzen, den sie vorhin hatten, um wieder aufzustehen. So, den verwandeln wir mal in einen Chicken. Und er ist jetzt halt den kompletten nächsten Turn ein Huhn und kann nicht kontrollieren, wo er hingeht. So, den werden wir auf jeden Fall, falls es überleben sollte, schon mal so machen, dass er uns nicht angreifen kann in der nächsten Turn, zumindest nicht mit einem physischen Angriff. So, stattdessen macht er auch einfach gar nichts. So, das Viech haben wir tot und den gleich hinterher. Oh, ich kann keinen Angriff tatsächlich mehr machen. Dann ist mein Zug jetzt beendet. Und AP-Punkte, die man nicht benutzt hat in der vorigen Runde, werden einem in den nächsten Zug wieder gut geschrieben. Jetzt habe ich sogar einen AP-Punkt mehr als vorher. Hat er mir ein bisschen Rüstung und Leben weggehauen, aber kritischer Treffer, kein Problem für uns. Wir stehen jetzt hier in der Menge Blut. Da liegt er in Gift, aber das berühren wir nicht. So. Ah, da oben stehen welche. Oh. Und da sind sie verbrannt. Und guckt euch diesen ultra mega fetten Tentakel an, der hier aus dem Wasser kommt. Nichts, womit wir es jetzt unbedingt aufnehmen können. So, wir wollen das fast dahin stellen. Okay, hat sich wohl erledigt. Dann dahin. So, da oben ist es noch. Ah, nicht mehr so viel am Brennen tatsächlich. Mal gucken. Einmal zu den verkohlten Leichen laufen und schauen, ob sie was Schönes dabei haben. Oh, ein Oberteil sogar schon. Und du hast gar nichts dabei. Ist es denn besser? Mit 2 physischer Rüstung. Oh, und sieht sogar schon ein bisschen anders aus. Ich sehe jetzt zumindest schon mal nicht mehr, abgesehen von meinem Halsband, was ich da trage, schon nicht mehr aus wie ein Gefangener. Auch wenn ich noch barfuß durch die Gegend laufe. Da ist ein Rettungsschiff. Genau, Schilden und Dwarfs zuerst. Den Zwerg einen gelbbärtigen Feigling nennen. Du wirst wieder unter Deck gehen und die Überlebenden nach den Überlebenden sehen. Das Schiff erbebt unter deinen Füßen, aber das Kind hat recht. Sagen, dass du unter Deck gehst, ja, dem Kind sagen, dass Gil recht hat. Nach der Anfangsstunde greifen die anderen vergessen. Du willst von diesem Schiff, verfluchten Schiff, runter. Nee, wir nennen den alten Zwergen Feigling. Bitte, Kind. So, wir werden runtergehen und den anderen Gefangenen helfen. Die sind in einer genauso misslichen Lage wie wir. Und das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Oh, die eine Magisterin ist ja auch noch bewusstlos. Okay, mit mehr kann ich wohl mit ihr nicht machen. Oh, haben die vielleicht ein paar Wutsplitter? Du hast nichts. Ist hier hinten die Leiche? Ah, noch ein bisschen Geld.
Oh, da sind mehr Voidwoken. Oh, wie nennen sie es hier? Leeres Schlüpfer. Leeren Schlüpfling. Voidwoken würde sie einfach dann im Englischen heißen. So, wir marschieren mal direkt zu einem Käfer hin. Zack. Ich kann sogar noch einmal angreifen. Nicht genügend Aktionspunkte, leider. 3 kostet der Angriff. Okay, dann werden wir mal gucken, dass wir euch beide direkt stunnen, damit unsere Teamkameraden, die hier unten noch kämpfen, leichteres Spiel mit euch haben. So, da oben seht ihr die Reihenfolge, wann wer dran ist mit der Initiative. Und ich werde halt wieder wohl erst ganz am Ende auftauchen. Oh, was heißt da? Jetzt bin ich im Mittelfeld. Jeder von unseren Leuten wird jetzt da einen Zug machen. Und die benutzen jetzt alle auch jetzt Magien. Andere Effekte. Sie hat tatsächlich gerade Blitz gewirkt auf den Käfer, wodurch sie sogar das Blut unter Strom gesetzt hat. Was Leute oder auch Gegner stunnen kann, wenn sie keine Magic Armor haben. Wenn ich jetzt da reinrennen würde und ich habe keine Magic Armor, würde ich tatsächlich gestunt werden in dem Blut. Das sind so viele interessante Aspekte und Sachen, die ein Spiel bietet. Wie zum Beispiel aus Giftwolken oder zum Beispiel Öl, dann Feuerspell drauf zu machen, dann brennt. Und auf Wasser ein Eisbett zu machen, dann friert man auch Gegner ein oder sich selbst, wenn man nicht aufpasst. Das Spiel hat auf jeden Fall viele sehr interessante Aspekte. Also das läuft jetzt hier gerade alles automatisch ab. Das sind halt die anderen Überlegenen, die ihren Zug hier vollführen. So, jetzt bin ich wieder an der Reihe und wir nähern uns mal den Käfer, ohne jetzt unbedingt gestunt zu werden. Ah, mit dem nächsten Schlag sollte ich den noch kriegen. Zack, 75 EP. Oh, er stand auch hier rum. Oh, hier hat es unten, glaube ich, eine sogar erwischt. Oh, und das Viech ist ordentlich zerbrutzelt. So, wir haben sie gerettet. Wir gehen jetzt alle hoch aufs Rettungsschiff. Ich höre etwas. Hat mir diesen verfluchten Halsring verpasst, oh? Ist sie jetzt wach? She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. Oh, sie verblutet wohl langsam. Dich nach einer Möglichkeit, um ihr zu helfen, du kannst nichts tun. Ah, vielleicht kann sie uns ja helfen, das halt den Halsring wegzupacken. She raises her clenched fist and holds out a length of cloth, soaked with some kind of strong-smelling tincture. Das Tuch nehmen fest, auf die Wunde drücken und versuchen, die Blutung zu stillen. Ja, komm. Blood quickly soaks through the cloth. Magister C1's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. Das Tuch fest auf die Wunde drücken, das blutrote Tuch entfalten und als... okay, das könnte wahrscheinlich schon eins dieser Fehlwörter sein. Aderpresse. Um den Hals wickeln. Ihr die Kehle aufschlitzen. Besser ein schnelles Ende machen. Sie lassen keine Zeit. Ja, komm, drücken wir nochmal auf die Wunde. The pressure is stemming the flow of blood. C1 clutches your arm. Her eyes locked with yours. Something within the ship snaps. The floorboard shudder. Ah, das Zufall, sie lassen gerade auf die Wunde drücken. Sven, Hand nehmen und dir beim Aufstehen helfen. Tatsächlich? C1 struggles to her feet, clinging to you tightly. The ship lets out a deep groan, then cracks. Oh! Da haben wir es wohl nicht mehr hochgeschafft in der Zeit. So habe ich das tatsächlich noch nicht so weit gemacht. Wir gehen jetzt wohl hier mit dem Schiff unter. Sie geht tatsächlich unter. Oh, sacre bleu. Aber die anderen haben es scheinbar geschafft, rauszukommen. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan.
So, wir haben's, aber wir scheint überlebt. Those void walkers made short bloody work of a ship. Am I the lone survivor? Das könnte sein. Ja, wir sind tatsächlich jetzt auf der Insel Fort Joy gelandet, wo unser Abenteuer da tatsächlich weitergeht. War es das jetzt mit dieser ersten ziemlich langen Folge zu Divinity Original Sin 2? Es wird definitiv weitere Folgen kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie täglich raushaue oder zwei, dreimal in der Woche. Mal schauen. Wie gesagt, die nächsten Folgen, die kommen, werden auf jeden Fall eine Länge von 20 bis halbe Stunde haben. Werde ich gucken, dass ich mich so daran halte. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es das hat, wie immer, würde ich mich beim Daumen nach oben freuen. Schreibt aber auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr hiervon sehen wollt. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und ob ihr nicht sogar das Spiel vielleicht selber spielt. War es das jetzt mit der Folge? Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei eurem Sebastian, eurem Gamer-Neighbor. Haut rein, Leute.